Auch von mir nochmal herzlich willkommen hier im Webinar heute am 12.05. Thema heute zu Hause lernen, im Hörsaal diskutieren, die Methode des Flipped Classroom. Wie Birgit Wittenberg ja schon angekündigt hat, bin ich hier wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Lernkultur und beschäftige mich vor allem auch mit der Begleitung des Selbststudiums. Und in diesem Zusammenhang ist die Methode des Flipped Classroom so eine Methode, die relativ neu in Anführungsstrichen ist und immer mehr auch eingesetzt wird, weil eben die technischen Möglichkeiten heute auch noch mal andere sind als noch vor 20, 30 Jahren. Dazu komme ich auch gleich noch mal. Vorweg möchte ich mit einem kleinen Zitat anfangen und das habe ich aus dem Handbuch Hochschullehre, aus dem neuen Handbuch Hochschullehre herausgeextrahiert und das können Sie sich einfach mal ganz kurz durchlesen. Da geht es so ein bisschen darum, überhaupt erstmal zu begründen, warum eigentlich die Methode des Flipped Classroom vielleicht ja, relevant ist für die heutige Hochschullehre und was sich vielleicht generell in der Hochschullehre verändert hat. Und ich klicke die einfach mal ein und wir haben jetzt einfach mal kurz Zeit, die durchzulesen. Gut, ich hoffe, dass alle jetzt dieses kleine Zitat gelesen haben. Ganz grundsätzlich geht es ja erstmal auch um die Frage, warum muss man heute als Student vielleicht überhaupt noch in irgendeinen Kurs gehen oder in eine Vorlesung gehen, wenn das Material, was wir heute ja zu einem Großteil auch digital zur Verfügung stehen haben, den Studierenden zu jeder Zeit an jedem Ort potenziell zugänglich ist. Und das ist erstmal eine spannende Frage. Man kann das natürlich auch in Frage stellen, dass man automatisch davon ausgeht, dass Studierende heute ganz selbstverständlich in die Vorlesung kommen oder auch in das Seminar, wenn es nicht wirklich einen guten Grund gibt, außer der Tatsache, jemandem bei der Vorlesung zuzuhören. Und das entspricht auch so ein bisschen dem, ich sage jetzt mal, neueren Entwicklungen in der Hochschuldidaktik, dass man eben von einem Shift from Teaching to Learning ausgeht. Das heißt, dass nicht mehr der Dozent automatisch im Vordergrund steht, sondern dass das Lernen der Studierenden immer mehr in den Vordergrund rückt. Vielleicht hat der eine oder die eine oder andere von Ihnen auch schon mal von diesem Shift from Teaching to Learning gehört. Und mit der Methode des Flipped Classroom, in die ich jetzt kurz einführe, wird eigentlich genau diese Frage auch aufgegriffen und hochschuldidaktisch gewendet. Ich habe jetzt als kleinen Einstieg, das mache ich immer ganz gerne, weil ich selber auch mit Videos in der Lehre arbeite, ein kleines Video mitgebracht. Man kann es darüber aufrufen, dass man mit der Maus auf den Link klickt und dann öffnet sich im Browser, der bei Ihnen allen ja generell geöffnet sein müsste, ein neues Fenster. Das ist ein YouTube-Video, wie man sieht. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal kurz an, jeder für sich. Und ich hoffe, dass das alles gut klappt. Ich habe es vorhin noch mal ausprobiert. Das ist auf jeden Fall noch bei YouTube auch vorhanden.
Und das kann jeder jetzt mal in den nächsten 4 Minuten machen. Das ist so ein 3-Minuten-Video. Das dauert auch nicht so lange und da wird es eben kurz erklärt. Ist in englischer Sprache, aber auch untermalt mit Graphical Recording. Okay, genau. Wenn wir jetzt nochmal auf die Folie schauen, dann habe ich da so ein kleines Foto eingebaut. Da sieht man im Grunde genommen einen ja, verkehrt gedrehten Klassenraum. Das soll dieses Flipped auch nochmal ein bisschen symbolisieren. Jetzt dieses kleine Video war einfach nur eine kleine Einführung. Ich werde das jetzt auch nochmal so ein bisschen an ein paar Stichpunkten erklären, also die Grundidee nochmal darlegen. Wenn wir uns Flipped Classroom als Methode anschauen, dann geht es im Kern darum, dass man das, was man üblicherweise in der Präsenzlehre macht, nämlich einen Input geben, einen inhaltlichen Vortrag halten, den Lernstoff aufbereiten, die Studierenden mit den Inhalten versorgen, in die Selbststudiumsphase verlegt. Das heißt, wie ich das hier auch nochmal aufgeführt habe, bereiten die Studierenden das, was man eigentlich in der Vorlesung macht oder im Seminar, in ihrer Selbststudiumszeit selbstständig vor. Das kann über verschiedene Materialien geschehen. Das heißt, man kann Videos oder Podcasts selbst produziert oder auch vorgefertigte Lernmaterialien nutzen. Es gibt das, was wir zumindest viele, die in der Lehre tätig sind, auch kennen, was es früher auch gab und auch heute noch gibt, Skripte. Ganz üblicherweise ein Handapparat, bestimmte Handzettel. Und die werden nicht wie üblich sozusagen in der Vorlesung vorgetragen oder die Inhalte werden nicht in der Vorlesung oder im Seminar dargeboten, sondern im Grunde genommen umgekehrt. Die Studierenden erarbeiten sich erstmal diese Materialien und dann kommt man sozusagen zurück, das ist hier unten auch nochmal aufgeführt, in den Kurs, in das Seminar, in die Vorlesung und dort findet das statt, was man üblicherweise in der Selbststudiumszeit macht, wie gedacht, nämlich dass man nochmal vertieftes Üben in Gruppen anleitet, dass es ein gemeinsames Überprüfen und Korrigieren von Aufgaben gibt. Und dass es auch eine Diskussion von Kernthesen, offenen Fragen und Ähnlichem gibt. Das heißt, die Studierenden werden ganz aktiv in die Präsenzzeit auch eingebunden. Und die Voraussetzung dafür ist, dass natürlich die ganzen Vorlesungsinhalte in Form von Videos oder Podcasts oder auch Skripten vorhanden sind. Das heißt aber nicht, dass man jetzt wirklich alles, was man üblicherweise in dem Seminar machen würde, in der Präsenzzeit komplett aufbereiten muss, sondern man kann sich auch Kernbereiche raussuchen. Wichtig dabei ist, da kommen wir auch später nochmal zu, ist, dass die Materialien auch didaktisch aufbereitet werden und dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in den Kursen auch mit Fragen versorgt werden. Das heißt, dass es auch immer eine Aufgabenstellung gibt, die im Zusammenhang mit den Materialien steht. Denn wenn man natürlich in der Präsenzzeit dann die Zeit nutzt, um vertiefter zu üben, gemeinsame Fragen zu diskutieren oder Kernthesen aufzuwerfen, dann muss das natürlich auch angeleitet werden. Aber die große Chance, da kommen wir auch später noch mal ein bisschen intensiver dazu, liegt eben darin, dass man die Studierenden ganz aktiv mit einbindet.
Ich lasse das jetzt noch mal ganz kurz so stehen, die Folie. Wir kommen noch mal zu den später auch noch mal zu den Herausforderungen eventuell. Und die erste Frage, die ich so in den Chat hätte an alle Teilnehmer, wäre: Das sind zwei Fragen. Einerseits, wo sehen Sie vielleicht auch Potenziale für Ihre eigene Lehre? Und welche Herausforderungen sind mit dem Modell des Flipped Classroom verbunden? Das ist einfach mal eine Frage auch in das Plenum. Da kann jeder ja auch mal für sich kurz auch drüber nachdenken, ob er vielleicht auch schon Erfahrungen gesammelt hat, in seiner Lehre. Ob er vielleicht in Teilbereichen das schon durchführt oder ob er es vielleicht bei Kollegen mal mitgemacht hat oder gehört hat. Und dann können wir vielleicht in so eine kleine Diskussion kommen und ich kann auch noch mal auf so ein paar Aspekte eingehen, die vielleicht genannt werden. Also zwei Fragen. Wo sehen Sie Potenzial für Ihre Lehre in der Methode des Flipped Classroom und welche Herausforderungen sind damit verbunden? Wir warten jetzt einfach mal ein kleines bisschen ab. Das dauert ja auch immer ein bisschen. Das ist dem Chat. Ist auf jeden Fall schon mal schön, dass es auch eine Beteiligung gibt. Das freut mich. Also wir haben jetzt schon mal so zwei, drei, vier in Fragen auch oder Antworten. Einmal Inhalte zu behandeln, die Studenten gefühlt über sich ergehen lassen müssen. Also die sogenannte didaktische Durststrecke. Dann eine Herausforderung. Was mache ich, wenn die Sitzung von vielen nicht vorbereitet wird und oder keine Anwesenheitspflicht besteht? Dann auch etwas, was genannt wird, die Größe der Gruppe. Dann Eigenleistungsunterschiede in der Gruppe. Dann wird noch als Potenzial genannt, Anwendung von erarbeitetem Wissen in beispielsweise Case Studies. Herausforderung, Studierende müssen Stoff zu Hause vorbereiten, ansonsten wird die Anwendung schwierig. Dann noch eine Herausforderung, die genannt wird, ist, dass die Materialien aufbereitet werden müssen. Und das unter Umständen in bestimmten Fächern auch eine gewisse Herausforderung birgt, wie zum Beispiel Mathematik. Gut. Ich lasse das mal ganz kurz so stehen. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass Sie sich auch an dem Chat beteiligt haben. All die genannten Sachen, die hier aufgeführt werden, sind auf jeden Fall als Herausforderungen wie auch als Chancen tatsächlich auch in der Praxis beobachtbar. Ich würde gleich, wenn wir hier noch ein bisschen mehr eingegeben haben, auch noch mal erstmal auf die Chancen eingehen, weil ich das, denke ich, auch ganz wichtig finde, aber auch natürlich noch mal etwas zu den Herausforderungen sagen.
Hier wird nochmal genannt, dass die Motivation der Studierenden gesteigert wird und vielleicht auch eine größere Vertiefung stattfindet. Und die Frage, ob man ein Whiteboard nutzen könnte. Ja, es wird hier noch ein Fenster aufgemacht. Ich vermute mal, das macht die Birgit. Gut. Cluster das mal, versuche das mal hier zu Ja. clustern und herauszu, dass wir das dann hinterher noch mal Das bearbeiten. ist sehr schön. Denn so auf einer Seite ist es sicherlich schöner, das zu haben als Ja. im Chat. Ich würde noch mal kurz in Erfahrung bringen wollen, was mit der Frage gemeint ist, könnte man jetzt ein Whiteboard nutzen? Also im Zusammenhang mit der Präsenzlehre oder eher im Zusammenhang mit der Selbststudiumszeit. Das wäre noch mal interessant. Dankeschön. Super. So, vielleicht kann ich das, können wir schon im Hintergrund sozusagen weitermachen mit der nächsten Folie, wenn du das möchtest, während ich das hier sammle. Ja, das können wir tun. Dann mache ich mich hier ganz klein. Ja, wenn du das kannst, wunderbar. Gut. Ich würde jetzt erstmal kurz etwas zu den Vorteilen des Flipped Classroom sagen und dann auch noch mal gerne auf die Herausforderungen oder Stolpersteine eingehen. Eine der Vorteile oder einer der Vorteile würde ich darin sehen, dass man die gemeinsame Zeit, die man in der Präsenzlehre, in der Präsenzveranstaltung hat, bestmöglichst nutzt. Das heißt, man hat, wenn man das wirklich konsequent macht mit dem Flipped Classroom, natürlich Zeit für das, was man auch üblicherweise vielleicht auch sehr gerne in seiner Lehre integrieren möchte, nämlich Interaktion, Diskussion, auch über die Inhalte, über die Fragestellungen und auch das gemeinsame Üben. Das heißt, man kann dadurch, dass man die Vorbereitung in die Selbststudiumszeit ein Stück weit auslagert, natürlich die Präsenzzeit gerade für die Dinge besser nutzen, die manchmal meiner Erfahrung nach auch hinten runterfallen. Das heißt, gerade diese Diskussion oder auch mal diese Interaktion im Plenum, die manchmal auch am Ende dann teilweise auch abgehakt ist oder wenn die Zeit dann zu knapp wird, hinten rüberfällt, die kann man dann natürlich, wenn die Studierenden die Inhalte schon mal vorbereiten, im Selbststudium natürlich intensiver durchführen. Das heißt, man kann Diskussionen noch mal wirklich intensiver durchführen. Man kann auch die in der Mathematik zum Beispiel das Üben von Aufgaben noch mal intensiver durchgehen. Und das ist auf jeden Fall einer der Vorteile, die ich sehen würde und die auch in der Literatur, die es zum Flipped Classroom gibt, gesehen wird. Was auch ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist, es sind natürlich auch, wenn sich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus dem Seminar und aus der Vorlesung richtig vorbereiten, dass natürlich auch vielleicht Lernfortschritte, aber auch Schwierigkeiten ein bisschen transparenter werden. Ich kann das ein Stück weit so für meine eigene Lehre nochmal benennen. Also Birgit Wittenberg hat ja schon genannt, dass ich selber Kurse im Bereich Fotografie und Digital Storytelling gebe und
da gebe ich den Studierenden auch immer noch mal so größere Aufgabenpakete mit und die ich dann wieder in meiner Präsenzlehre aufgreife. Und da merke ich dann schon, bei welchen Teilnehmern ist überhaupt eine eigene Erarbeitung passiert. Das kann man auch in der Diskussion und gerade dann, wenn man wirklich über die Inhalte auch intensiver redet in der Gruppe, auch feststellen, wer hat sich damit beschäftigt und wer hat es überhaupt nicht wahrgenommen, hat sich damit überhaupt nicht beschäftigt. Und somit habe ich auch als Lehrender ein Stück weit einen besseren Zugang dazu, wo die Einzelnen in der Gruppe stehen. Das muss man natürlich auch didaktisch anleiten. Das heißt, ich muss mir auch eine Zeit überlegen, für die Diskussion. Ich muss mir Fragen überlegen, in denen auch wieder die Inhalte, die in der Selbststudiumszeit vorbereitet werden, auch aufgegriffen werden. Dazu komme ich auch gleich nochmal. Die individuelle Auseinandersetzung mit dem Lernstoff. Stoff klingt immer so ein bisschen blöd, finde ich, aber man kann das ja einfach erstmal so benennen, wird gefördert aus meiner Perspektive. Das heißt, die Eigenständigkeit, die eigenständige Auseinandersetzung mit den Lerninhalten wird auch forciert. Das heißt, die Studierenden können nicht automatisch davon ausgehen, dass die Lerninhalte durch den Dozenten referiert werden oder intensiv behandelt werden, sondern das müssen sie selber tun. Und sie haben die Aufgabe, sich wirklich mit den Inhalten auch zu beschäftigen. Das heißt auch, dass jeder das mit seinem eigenen Tempo machen kann und auch seine eigenen Lernstrategien anwenden kann. In diesem Zusammenhang kann ich auch benennen, dass es ja unterschiedliche Lerntypen gibt. Das heißt, jeder Student hat auch unterschiedliche Zugänge. Es gibt zum Beispiel sehr visuelle Lerntypen. Das sind sogar, wenn man mal so in die Literatur, in die Studien guckt, die meisten Studierenden. Das ist auch ein Stück weit dem geschuldet, dass wir ja alle sehr, sehr stark visuell auch orientiert sind, uns heute ja selbstverständlich auch Videos anschauen. Gerade für die jüngere Generation der Studierenden sind Videos bei YouTube oder ähnliches relativ gängig. Es gibt aber auch auditive Lerntypen, die das sozusagen lieber hören und denen kann man dann auch zum Beispiel Podcasts anbieten. Das mache ich in meinen eigenen Kursen auch so, dass ich immer noch mal Podcasts reinstelle, die bestimmte Themen behandeln und die Studierenden, die eher affin dafür sind, die können sich das dann eben auch noch mal anhören. Dann noch der Vorteil, dass der Stoff, also die Lerninhalte, wenn sie aufbereitet sind, auch unabhängig von Zeit und Raum zur Verfügung stehen. Das heißt, die Studierenden, die zum Beispiel eher die Nachteulen sind, so und gerne nachts arbeiten, die können sich zum Beispiel die Skripte oder die Videos zu einer späteren Tageszeit anschauen und die Studierenden, die zum Beispiel eher morgens lernen und nicht wirklich zur Vorlesung gehen, die können das dann machen. Und das hat den Vorteil, dass, wie gesagt, jeder sein eigenes Tempo gehen kann und jeder auch ein Stück weit unterschiedliche Lernstrategien anwenden kann. Gut. Ich hoffe, das ist erstmal so von dem, was an Vorteilen des Flipped Classroom in der Literatur auch zu finden ist, relativ nachvollziehbar. Ich warte jetzt mal kurz. Ja. Gut. Ja, schon mal vielen Dank,
für den Hinweis. Klar, mit den, die Idee der Lerntypen ist nicht wirklich wissenschaftlich genügend belegt. Aber wenn man mal so ein bisschen in die eigenen Erfahrungen schaut, dann kann man schon feststellen, aus meiner Perspektive, dass Studierende schon unterschiedliche Zugänge haben. Das kann man jetzt nicht immer ganz klar abgrenzen. Also eigentlich gibt es jetzt nicht irgendwie ausschließlich den einen Lerntyp oder den anderen, sondern es gibt eigentlich immer Mischformen. Das hat auch viel damit zu tun, dass wir ja in Gänze eigentlich nie immer nur visuell lernen oder auditiv lernen. In der Regel, gerade bei Videos, sind ja immer mehrere Kanäle auch angesprochen. Zu der Frage, ob das Erstellen eines Podcasts aufwendig ist, da komme ich auch gleich nochmal zu. Ich würde jetzt nochmal kurz so auf die Stolpersteine eingehen. Das heißt, das wäre auch nochmal etwas, was in dem Zusammenhang auch nochmal ganz wichtig ist. Dass zum einen erstmal wichtig ist, eine didaktisch sinnvolle und auch ansprechende Gestaltung der Materialien für die also für die Selbstlernzeit auch geachtet werden sollte. Das heißt, gerade dann, wenn man unterschiedliche Materialien nutzt, wie Skripte, Videos, Podcasts, dann muss man ein Stück weit darauf achten, dass die auch geeignet sind für die Selbstlernzeit. Also Länge ist zum Beispiel so ein Kriterium. Die Aufmerksamkeitsspanne, die Verständlichkeit. Das heißt, je nachdem, wie die Materialien aufbereitet sind, je nachdem, was es für ein Material ist, kann das auch natürlich für die Selbstlernzeit mehr oder weniger anregend sein. Das heißt, die didaktische und auch ansprechende Gestaltung der Materialien ist erstmal so die größte Herausforderung. Wenn ich mit Lehrenden über dieses Konzept spreche, dann kommt ganz oft erstmal so die Generalfrage oder auch Kritik, dass es so aufwendig, Videos zu erstellen, Podcasts zu erstellen, Materialien zu erstellen, dass das eigentlich auch in dem vom Aufwand her sich gar nicht rechnet. So. Das ist tatsächlich so, dass der Aufwand relativ hoch ist, aber es lohnt sich. Dann ein wichtiger Punkt ist, dass es eine direkte Verzahnung von Selbstlernzeit und Präsenzveranstaltung gibt. Das heißt, dass die Materialien nicht einfach so für sich im Raum stehen und gesagt wird, okay, macht irgendetwas damit und lest euch das durch, sondern dass es auch Arbeitsaufträge gibt, die mit dem Selbstlernmaterial auch in Zusammenhang stehen. Zum Beispiel Quizaufgaben, Rechercheaufträge, Arbeitsaufträge. Das heißt, dass die Studierenden in der Vorlesung oder im Seminar auch wissen, was sollen sie mit dem Material machen. Das ist nämlich etwas, was häufig in der Konsequenz zu kurz kommt, dass man sich zwar vielleicht noch die Materialien überlegt, aber dann eigentlich die Schwierigkeit darin besteht, auch noch geeignete Arbeitsaufträge zu formulieren. Und das ist mit dem Konzept wirklich wichtig, dass man das sich auch intensiv vorher überlegt. Und dass dann natürlich auch die Herausforderung ist oder die eigentlich ja, die Aufgabe darin besteht, die Gestaltung der Präsenzveranstaltung gut didaktisch aufzubereiten. Das heißt, dass man dann natürlich auch sich überlegen muss, wenn ich jetzt die Grundlagenvorlesung zum Beispiel als Video zur Verfügung stelle, mit allem drum und dran, wenn man das jetzt mal ganz, ganz konsequent machen würde, dann muss ich auch überlegen, wie kriege ich wieder den Link hin in die Präsenzveranstaltung und wie kann ich dann in der Präsenzveranstaltung das didaktisch so aufbereiten, dass im Grunde genommen
da auch eine Beteiligung der Studierenden stattfindet, also zum Beispiel durch Fragerunden, Kleingruppenarbeit, Diskussionsrunden, Übungseinheiten. Und das sind erstmal so die Punkte, die im Zusammenhang mit dem Flipped Classroom generell ja, beachtet werden sollten. Das heißt, da steckt schon erstmal auch ein bisschen Arbeit drin. Das ist ganz ohne Frage der Fall. Ich habe jetzt noch mal so zwei Punkte, die so als Stolpersteine genannt werden und die auch schon hier im Chat aufgeführt wurden, nämlich die Tatsache, dass Studierende sich vielleicht auch häufig nicht so wirklich beteiligen oder auch die Arbeitsaufträge dann nicht wirklich wahrnehmen. Das hat auch ein Stück weit damit zu tun, dass Studierende oder dass es dann häufig in der Vorlesung oder im Seminar so ist, dass es keine Konsequenz gibt. Das heißt, man sollte als Lehrender, wenn man das macht, relativ schnell klar machen, warum man das tut und auch klar machen, was der Vorteil für die Studierenden ist und auch klar machen, was passiert, wenn sozusagen das nicht funktioniert. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Feststellung trifft, dass die Studierenden sich dann nicht vorbereitet haben, wenn man dann wieder dazu übergeht, die Inhalte nochmal zu referieren, dann hat man im Grunde genommen schon verloren. Ganz simpel gesprochen. Es ist, ne, also eine große, wie gesagt, eine Herausforderung, aber darauf muss man so ein bisschen achten, dass man dann nicht wieder sozusagen dazu übergeht, dann nochmal alles inhaltlich aufzuarbeiten, sondern dann auch sagt, okay, wer das nicht mitbekommen hat, der kommt eben dann nicht mit, weil die Chance ist, selbstständig zu erarbeiten, die gibt es. Und dann gibt es natürlich noch so zwei, drei Stolpersteine, wie zum Beispiel der Zeitbedarf der Studierenden. Das heißt, man sollte auch darauf achten, dass man nicht dazu übergeht, was manchmal so eine Herausforderung ist, dass man versucht, noch mehr Inhalte in die Selbststudiumszeit zu verlegen. Also sprich, einfach mehr Inhalt zu machen und das, was man nicht mehr geschafft hat in der Vorlesung, in die Selbststudiumszeit zu legen oder in das, genau. Und was natürlich auch, dazu kommen wir auch nochmal gleich, ist natürlich auch der Zeitbedarf für Sie als Lehrende. Das heißt, wie ich gerade schon erwähnt habe, ist der Aufwand erstmal im ersten Schritt ein bisschen höher vielleicht, weil man natürlich die ganze Vorbereitung der Materialien relativ früh schon angehen muss. Und da kann man aber auch vielleicht noch dazu sagen, dass man das auch nicht in der Form anwenden muss, dass man jetzt sagt, Flipped Classroom für die gesamte Vorlesung, sondern dass man erstmal einen Einstieg macht und vielleicht bestimmte Inhalte so aufbaut mit der Methode und dass man sich auch vorher überlegt, welche Inhalte machen denn auch wirklich Sinn. Vielleicht gibt es auch Inhalte, die man auch wirklich gut referieren kann und auch sollte und andere Inhalte kann man vielleicht eher in diesen Selbststudiumsprozess geben. Und grundsätzlich als Herausforderung kann man auf jeden Fall benennen, dass es erstmal generell eine Umgewöhnung ist, sowohl für Lehrende wie für Studierende, weil natürlich der Ansatz, den man üblicherweise aus der Lehre kennt, erstmal umgekehrt wird. Also Flipped Classroom bedeutet, dass man sich ja auch erstmal vielleicht ein Stück weit frei macht von dem Gewohnten. Und das ist gerade auch für Studierende manchmal erstmal so total, ja, auch eine Zumutung. Und da muss man eben gucken, dass man das am Anfang wirklich gut kommuniziert, warum man das macht. Ich gehe nochmal sozusagen die Antworten im Chat durch. Es wurde ja auch benannt, dass was man eben macht, wenn man zum Beispiel, wenn viele nicht vorbereitet sind.
Da kann ich jetzt auch keine generelle Antwort drauf geben, aber man kann dann sozusagen nur sagen, dass wenn die Vorbereitung eben nicht klappt, dass man mit dem Prinzip dann auch nicht arbeiten kann und dass eigentlich die Zeit eigentlich total verloren ist. Diese Tatsache, dass es ja keine Anwesenheitspflicht gibt, die ist eine Herausforderung, erlebe ich auch selbst als Lehrender. Deswegen glaube ich wichtig, dass man wirklich immer diese Arbeitsaufträge damit auch verbindet. Und ich kann nur den Tipp geben aus meiner eigenen Lehre, dass man, ich mache das immer aufbauend. Das heißt, das ist jetzt nicht etwas, was ich hier in die PowerPoint reingeschrieben habe. Das ist aber etwas, was sich gut bewährt hat, dass ich im Grunde genommen sowas wie einen Sammlungsaspekt mache. Das heißt, dass alles, was sozusagen an Leistung gefordert wird, nicht am Ende stattfindet, sondern dass man das sozusagen, dass man wie so Punkte sammelt, dass die Studierenden auch für jede Leistung, für jeden Arbeitsauftrag, den sie wieder in der Präsenzlehre auch mitbringen, auch sozusagen nicht belohnt werden, aber dass gesagt wird am Anfang, das ist relevant für die Note und das ist auch relevant für die Vergabe der Credit Points. Weil dann ist es nicht so, dass die Studierenden sich sozusagen darauf ausruhen und sagen, naja, wenn ich das nicht mache, ist ja egal, und dann am Ende die Klausur schreiben, sondern dass man schon sagt, okay, so und so viel Anteil der Leistung wird eben auch schon in der Präsenzphase und in der Selbststudiumszeit sozusagen bewertet. Und das ist mir wichtig. Also da kann man sozusagen den Studierenden auch wirklich nochmal sagen, dass man das wirklich auch mitbewertet. Dann habe ich hier noch, ich gucke da mal durch. Hier auch ganz klar natürlich die Sorge, dass die Studierenden sich nicht vorbereiten. Ich kenne das selbst, das ist nicht ein Automatismus. Und dann eben natürlich diese Herausforderung, dass auch die Selbstlernkompetenz der Studierenden sehr unterschiedlich verteilt ist. Das wurde hier auch nochmal benannt. Das stimmt. Ich kann da nur aus meiner Erfahrung heraus nochmal sagen, dass man sich vielleicht auch ein Stück weit als Dozent davon frei machen sollte, zu versuchen, alle mitzunehmen. Das ist erstmal ein hehrer Anspruch, ich habe den auch, aber immer auch gucken, man kann nicht für jeden die Materialien so aufbereiten, dass jeder immer gleich mitkommt. Und ein Stück weit liegt es ja auch in den Studierenden selbst, sich auch nochmal zu reflektieren und zu überlegen, was brauche ich eigentlich? Und man kann natürlich auch nochmal fragen, was brauchen Sie denn zum Beispiel, damit es besser funktioniert? Also auch mit den Studierenden in Kommunikation zu treten. Dann kam mir noch die Frage, ob das Erstellen eines Podcasts aufwendig ist. Ich sag mal so, das hängt davon ab. Ein Podcast, es gibt ja verschiedene Formate. Das können wir natürlich jetzt hier in Gänze nicht alles heute aufgreifen. Aber es gibt noch mal so einen Punkt, den ich vielleicht immer ganz gerne mit reinnehme, den ich auch von einem Profi des Flipped Classroom im Grunde genommen noch mal benennen kann, dass der sagt, oder es ist seine Botschaft, kein Perfektionismus, zum Beispiel bei Videos als Lernmaterial. Erstmal haben viele Lehrende, glaube ich, eine Hemmung, sich mit Videos in der Lehre zu beschäftigen oder auch ihre eigene Lehre nochmal mit Videos zu unterstützen, weil man natürlich erstmal denkt, oh, ne, was muss ich da alles beachten? Ton, Schnitt und so weiter. Das ist erstmal vom eigenen Anspruch her vielleicht sehr hoch, aber der Christian Spannagel sagt erstmal ganz, ganz klar, kein Perfektionismus dabei. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass das nicht darauf ankommt, wirklich tolle, super perfekte, durchgestylte Videos zu haben, sondern dass es darum geht, erstmal anzufangen. Und ich kann nur
auch wieder aus eigener Erfahrung sagen, weil ich mit Videos in der Lehre auch arbeite. Die Studierenden sind in der Regel nicht wirklich, sage ich mal, anspruchsvoll in der Hinsicht, dass sie dann sagen, oh, ne, der hat ein Video, aber da und da und da und da passt es nicht. Sondern die freuen sich, dass jemand überhaupt Material als Video zur Verfügung stellt. Also die sind teilweise wirklich froh und freuen sich und wundern sich zum Teil, dass ein Lehrender wirklich mal was ganz anderes macht. Also wenn sie in die USA gehen, dann ist das teilweise völlig normal, dass die mit Videos arbeiten. Da ist ja auch so diese MOOCs zum Beispiel, die sind da relativ verbreitet. Aber hier in Deutschland kennen viele Studierende das noch nicht so intensiv. Und wenn man da erstmal klein anfängt, kann ich nur sagen, sind viele Studierenden auch wirklich erstmal offen dafür und freuen sich und sind erstmal überrascht, dass jemand sich da auch rantraut. So. Und ganz unabhängig davon gibt es auch die Möglichkeit, dazu kommen wir auch jetzt nochmal, sich auch unterstützen zu lassen. Also auch sich wirklich zum Beispiel vom Team E-Learning hier an der HWK. Ähnliches gibt es auch an der Universität Hannover und an einigen anderen Universitäten und Hochschulen, Fachhochschulen ist es mittlerweile auch relativ weit gediehen, dass man eigene Podcasts, eigene Videos erstellen kann mit Hilfe. Das heißt, es gibt ähnlich wie beim E-Learning-Team jemanden, der auch unterstützen kann. Und da wäre auch sozusagen schon so nochmal von meiner Seite aus auch nochmal die Frage ruhig in den Chat, ob Sie Fragen haben oder Rückmeldungen, wo Sie vielleicht auch schon Berührungspunkte hatten oder so, wenn Sie jetzt auch noch mal Fragen haben an mich oder an Birgit Wittenberg, dann können wir das jetzt auch noch mal wirklich über den Chat ein Stück weit interaktiv machen, Es gibt weil die ich glaube, dass Frage, es gibt eine ja. Frage, gibt es Erfahrungen oder Feedback aus der freien Erwachsenenbildung? Ich sag mal, in der freien Erwachsenenbildung wird das Flipped Classroom bis aus meiner Erfahrung her noch nicht so oft eingesetzt. Ich weiß, dass es in wenigen VHS und in Volkshochschulen einige Dozenten gibt, die in Ansätzen damit arbeiten. Aber es gibt jetzt eigentlich noch nicht so etwas wie ein wirklich generiertes Feedback. Also es gibt keine Studien dazu oder auch irgendwelche Materialien, Bücher oder ähnliches, die das wirklich jetzt intensiv behandeln. Grundsätzlich kann man in der VHS das Flipped Classroom auch einsetzen. Man muss sich vielleicht ein Stück weit da nochmal auch die Zielgruppen anschauen. Welche Zielgruppe habe ich? Sind die affin für Videos? Schauen die sich so etwas an? Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die VHS-Kurse ja nochmal mehr mit einem größeren freiwilligen Charakter versehen sind. Das heißt, in der Universität und in der Hochschule kann man ja zumindest noch davon ausgehen, dass die Studierenden ein Stück weit auch ja, nochmal mehr dazu aufgefordert sind, auch selbstständig was vorzubereiten. Ich sage mal, im VHS-Bereich ist vielleicht auch nochmal die Erwartungshaltung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen dahingehend höher, dass sie sagen, sie wollen auch in den Kursen etwas wirklich mitnehmen. Also diese Input-Erwartung durch einen Lehrenden ist, glaube ich, meinem Gefühl nach und das, was ich von Kollegen und Kolleginnen gehört habe, ein Stück weit höher. Also die Bereitschaft, sich viel selbstständig zu erarbeiten, ist eher weniger der Fall. Ein Beispiel, wo man das vielleicht ganz gut machen könnte mit dem Flipped Classroom, ist so im Bereich der IT-Kurse. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein
Programmkurs hat zum Thema zum Beispiel Outlook oder Word, dann kann man zum Beispiel schon mal Videos, die bereits vorhanden sind, nehmen. Das ist auch noch mal so ein Punkt. Ja, Jan, ich muss kurz auf die genau. Zeit gucken. Ja. Es ist noch eine Frage von Herrn Fricke. Da würde ich sagen, dass ihr euch einfach noch mal nach dem Webinar vielleicht kurz schließt, inwieweit Ja. er vielleicht mal Einblick gewähren bekommt in eine deiner Veranstaltung. Ja. Die Zeit, also ich würde gerne noch eine kurze Umfrage einblenden, um mal so ein Stimmungsbarometer zu bekommen. Einmal könnten Sie sich vorstellen, das Konzept des Flipped Classrooms in Ihrer Lehre anzuwenden. Einfach mal ja, nein oder vielleicht anklicken. Ah, ist ja doch. Sie können die Ergebnisse mit verfolgen. Also Okay, und das ist schon mal sehr positiv. ja. Und dann würden wir auch ganz gerne noch wissen, welche Unterstützung Sie bräuchten, um Flipped Classroom anzuwenden. Sie können entweder das auch in den Chat schreiben, wenn Ihnen das angenehmer ist, oder hier in das Antwortfeld Text eingeben. Allerdings gibt es immer nur eine Zeile für eine Person. Also Sie können nicht mehrere Antworten eingeben, sondern können es alles hintereinander schreiben, wenn Sie mehrere Punkte haben. Aber das wäre für uns nochmal ganz wichtig zu wissen, wie können wir Sie unterstützen? Genau. Bessere Plattform als Moodle oder StudiP. Das ist für uns auch als Rückmeldung immer ganz gut, weil gerade ich bin ja auch zumindest hier an der HWK auch dafür eingestellt, genau in solchen Fragen auch zu unterstützen. Und dann ist es auch immer ganz hilfreich, von den Teilnehmern und Teilnehmern aus den Workshops so ein bisschen zu erfahren, was braucht es eigentlich vielleicht im Einzelnen auch nochmal, damit jemand auch sich ganz wagemutig darauf stürzt. Und von daher finde ich das ganz schön, wenn wir hier einfach nochmal so ein paar Sachen sammeln können. Aber man sieht es schon, Beispiele, Beispiele, Beispiele ist eigentlich das, was am meisten nachgefragt ist, dass man einfach ein Beispiel bekommt, wie machen es andere und dass man davon einfach lernen kann. Gut, unsere Zeit ist fast um. Oh, da kommen jetzt noch so viele Antworten, das ist natürlich schön. Dann warten wir noch mal ganz kurz. Könntest du die sammeln, Birgit? Ja, ne? Das Ja, ist klar. Das ja geht nicht gut. verloren. Schön. Okay, gut. Ich blende Sie jetzt trotzdem wieder aus. Und dann kommen wir zum Abschluss. Genau. Ich habe einfach noch mal hier ein paar Links reingestellt auf einer Chart. Das sind nur kurz ein paar Texte zum Flipped Classroom und zwei Videos. Das eine habe ich heute auch gezeigt, das untere davon. Und das obere ist ein längerer kleiner Clip, auch in deutscher Sprache. Und ansonsten gibt es auch noch Material dazu, was wir hier im Projekt Lernkultur haben. Das könnte ich auch über Birgit Wittenberg zur Verfügung stellen, wenn das gewünscht ist. Also das sind einfach noch mal so ein paar Tipps. Ich weiß nicht, gibt es die Möglichkeit, die PPT zu verschicken? Ja, also wer die PPT haben möchte, gerne eine E-Mail oder eine kurze Nachricht im Chat. Sie sehen hier meine Telefonnummer eingeblendet bei der Telefonhotline. Sie können mich anrufen oder mir eine E-Mail schicken unter der E-Mail-Adresse. So, da haben Sie auch noch meine E-Mail-Adresse, steht unten rechts jetzt im Hinweis. Genau, kommt aber auch am Ende nochmal. Also Okay. wer die PowerPoint haben möchte, diese Links nochmal explizit, kurze Nachricht an mich. Ja, Gut. Jan, vielen Dank für diesen interessanten Vortrag.